Zap, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind heute unterwegs mit Andy Waffe im T-92 amerikanischer Premium-Panzer, der, ich glaube es war am 1. Advent oder ist dauerhaft verfügbar, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber es war nur der 1. Advent. Ganz interessantes Fahrzeug, sieht sehr sehr seltsam aus, müssen wir mal angucken, wie sich das Ding denn hier so verhält, wie es spielt. Auf jeden Fall relativ schnell unterwegs. Und dabei Opa Ralf in der Lorraine 40T. Als Light Tank, na okay, man muss halt relativ schnell sein. Das ist halt einfach so. Ich guck nochmal die Charakteristik hier von der Kanone an. Was kann das Ding denn? 175 mm Durchschlag und 150 Schaden auf Stufe 7. Kann man schon mal machen. Interessanterweise ist er in ein 10er Gefecht reingekommen, als 7er Light Tank, 8er Light Tank, sorry, mit der Lorraine, ebenfalls auf Stufe 8. Ist es nicht unbedingt das, was man haben möchte. Als Light Tank Fahrer hat man natürlich die Prioritäten, das bestmögliche Matchup reinzukommen, vielleicht 3 9er ganz oben und der Rest 8er oder sowas, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall hat er sich hier in eine recht aggressive Position gesetzt und er kommt jetzt Tatsache auf die gegnerischen TDs da hinten drauf, schafft es allerdings nicht, dadurch den Waffenträger auf E100 zu kommen, aber das Scorpion G hinter ihm hat anscheinend ein Auge auf ihn geworfen und diese Trades kann er nicht machen, zumindest nicht dauerhaft. Vielleicht einmal noch und dann ist aber auch Feierabend. Kollegin Lorraine hat sich auch einen netten Spot gesucht, in dem er ein bisschen böse Dinge tun kann, wie man da hinten sieht an der FV. Da geht einiges an Schaden drauf und es sieht so aus, als hätte der Mutz da eine ganz interessante Position eingenommen, um auf an die Waffe entsprechend draufschießen zu können. Und je mehr Leute er davon abhält, irgendwo anders hinzufahren und an der Front zu sein, desto besser für sein eigenes Team. Die haben dann nämlich die Möglichkeit, hier etwas besser drauf zu kommen. Versucht dann einen Schuss in die Seite reinzusetzen vom Jagdpanzer E100. Der dreht sich um, riecht einen einfachen Kill, aber es sieht nicht danach aus, als hätte an die Front große Lust hier genau das ihm zu geben. Versucht hier sich möglichst weit zurückzuziehen und schafft es auch. Er ist einmal durch die gegnerischen Reihen durch entsprechend. Ohne zu sterben. Das meiste ging in die Kettenreihen. Echt faszinierend, dass die Gegner ihn da nicht rausnehmen konnten. Aber auch ich habe manchmal das Problem mit Light Tanks oder auch Medium Panzern, die schnell unterwegs sind. Da zielt man genau, dann macht er einen kleinen Wiggle nach links oder rechts und dann entsprechend bleibt die Kugel plötzlich in den Ketten hängen und die Ketten werden nicht mal gezogen. Also da muss schon die Hand Gottes so ein bisschen mit reinspielen, damit das auch wirklich so funktioniert, wie man sich das entsprechend vorstellt. Er versucht, den Schuss frühzeitig draufzusetzen und wups, das war Typ 4 schwer, der ebenfalls in den Ketten hängen bleibt und diesmal sogar es schafft, die Ketten zu ziehen. Das ist der Wahnsinn, was ist denn hier los? Dieser Panzer scheint ein wahres Monster zu sein, wenn es darum geht, Schüsse in die Ketten zu bekommen. Und das hier dürfte wehtun, ja. Jetzt ist er hinter dem Tiger 2 und hinter dem Jagdpanzer. Ich persönlich hätte ja eher auf den Jagdpanzer E100 geschossen, weil dadurch könnte man nämlich einen 10er TD schon mal rausnehmen und der Tiger 2 versucht jetzt hier irgendwie die Kanone rumzubringen. Aber bei der Kraft, die hier drumherum so ist, das ist alles ein bisschen, naja, nicht unbedingt das, was der Gegner vielleicht erwartet hätte. Es ist allerdings immer noch knapp. Es steht 10 zu 8, also 10 zu 9. Da ist noch alles offen. Vor allem, wenn man sich die Lebenspunkte hier anguckt, ist noch alles relativ gut dabei. Bei den Gegnern eher etwas weniger. Zumindest so, wie es ausgesehen hat bei dem Typ 4 und bei dem T69. Wink, wink. Der ist ein schöner One-Shot. Da versucht jetzt an die Waffe auch entsprechend sich rumzuschleichen. Macht den Typ 5 nochmal auf. Das könnte jetzt böse enden. Ja, aber er kommt so durch. Kein Problem. Alles gar kein Problem. Versucht hier noch irgendwie wieder an den Hügel hochzukommen. Aber es sieht so aus, als hätte er da sich fast noch auf die Seite gelegt. Zum Glück nicht ganz.
Und jetzt sucht er nach dem Spot auf den E4. Da ist er auch. Und während er da entsprechend einen aufmacht, guckt er, dass er bereits in die Richtung der gegnerischen Fahrzeuge kommt. Sieht so aus, als hätte er da eben noch kurz irgendwie was geschrieben oder gepinkt. Ja, er hat noch gepinkt auf der Map. T-54 Mod 1 scheint AFK. Nicht unbedingt das, was man gerne hätte. Das hier wäre eine gute Möglichkeit, wenn der Typ 4 schwer noch ein Stückchen weiter vorkommt, dass er sich genau an die Seite von ihm parken kann. Und ja, er hat genau jetzt geschossen und das ist seine Chance, hier bösartig dem auf den Keks zu gehen. Allerdings muss er aufpassen, dass er nah genug an dem Typ 4 schwer dran ist, dass der die Kanonen nicht weit genug runterbekommt. Und das ist schon so eine Sache für sich. Schafft es sogar noch durchzukommen, beziehungsweise genug Schaden zu machen. Ich weiß nicht, ob das eine Premium-Kugel war oder nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Sah aber schon ganz lustig aus, wenn so ein riesiger Typ versucht, so eine kleine Fliege abzuwehren. Man kann es sich vorstellen, wie bei einem Pferd zum Beispiel oder auch bei uns Menschen, wenn so eine nervige kleine Mini-Fliege ankommt und einem auf den Keks gehen will. Interessanterweise fährt er nicht rum mit dem T-54 Mod 1, sondern er kommt von der anderen Seite und Kopf zuerst in einen verbündeten Panzer, in seinen eigenen Verbündeten. Und jetzt, ja, das war's. Von zwei Seiten entsprechend jetzt hier die Panzer auf das Objekt drauf und das ist natürlich jetzt eine fiese Sache. Das Objekt versucht natürlich die Frontalpanzerung möglichst auf ihn drauf zu halten und er hat keine Premium-Munition mehr. Da hat er noch einen Schuss reingedrückt und das war knapp. Persönlich würde ich sagen, er hat sogar es irgendwie noch hingekriegt, das Munitionslager von dem Typen zu treffen, weil eigentlich hätte der nochmal schießen müssen, zumindest in meinen Augen. Und schaut euch diese Tarnung hier mal an, einfach perfekt. Man sieht das Ding fast überhaupt nicht mehr. Wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen würden, wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist der absolute Wahnsinn. Cooles Ding, sieht ein bisschen freaky aus, muss man ja sagen, mit den beiden Türmchen hier. So ein bisschen hat was von Nummer 5 lebt, falls man den Film noch kennt. Ist ein bisschen älter. dynamisch über das Spielfeld drüber, muss man da einfach so sagen. Ein bisschen, oder besser gesagt, etwas mehr Glück als alles andere dabei. So viele Kettentreffer in einem Leben habe ich noch nicht in einem Gefecht gesehen, beziehungsweise selber bekommen. Vor allen Dingen in einem Light Tank. Die Dinger haben die Tendenz dazu, einfach zu platzen. Aber es hat funktioniert. Schauen wir uns mal passend dazu die Endstats an. Am Ende war es die zweite Klasse nur. Nur in Anführungsstrichen, das ist ein neuer Panzer. Das Ding hat wahrscheinlich jeder sich irgendwie geholt, der Rang und Namen hat. Und entsprechend dürfte er wahrscheinlich hoch auch angesetzt sein. Und vor allen Dingen ist es gerade mal die erste Woche. Also ich denke mal, mit nächster Woche könnte das vielleicht ein Panzer sein. Aber es kommt immer darauf an, wie gut die Leute halt jetzt vor allen Dingen in dieser Woche damit spielen. Orlik, Medaille für mindestens 2 Kills an Panzern, die eine Stufe höher sind als er. Das hat er definitiv geschafft. Nicht unbedingt viel Schaden, aber dafür trotzdem 1134 Erfahrungspunkte. Und wenn man sich das Ganze hier mal so anguckt, der Schaden war nicht unbedingt so beeindruckend und auch die Unterstützungsdinger waren nicht unbedingt so beeindruckend. Also kann man schon mal sagen, da muss ich noch ein bisschen was einpendeln. Würde ich mal sagen, das ist noch nicht so perfekt ausgerichtet von Wargaming, denke ich mal. Und wiederum andererseits ist das Teil auch ein Premium-Panzer und von daher ist es eigentlich genau dafür gedacht, um möglichst viele Erfahrungspunkte zu bekommen und natürlich auch mit fast 50.000 Silber plus mit dem Premium-Account hier entsprechend, ja, Money zu generieren. Bisschen Bonus hier, Playing Platoon und Bonus für das Premium-Fahrzeug, also 2041 Erfahrungspunkte insgesamt für dieses Match. Ganz interessant, das kleine Ding. Er ist flach, schnell. Die Ketten scheinen eine ganze Menge auszuhalten. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Mir gefällt das Ding relativ gut, so, zumindest vom Angucken her. Ich weiß nicht, ob das Teil immer noch im Premium-Shop erhältlich ist. Dafür müsste ich jetzt nachgucken. Habe ich aber kein großes Interesse dran. Aber vielleicht in Zukunft mal, wenn er nochmal zum Verkauf dasteht, werde ich mir den auch mal greifen und mal schauen, was es damit auf sich hat. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Nicht vergessen, wenn du ein richtig schönes Replay hattest, in der Videobeschreibung einen Link zu wotreplays.eu. Dort kannst du einen Replay hochladen oder natürlich in die
in die Videoleiste, nicht Videoleiste, sondern in die URL-Leiste eintippern. Ja, für die schnellen Leute mit dem 10-Finger-System. Und mir das Ding dann anschließend an die ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Ja, kannst du dauern maximal 2 Minuten und ich kann mir dann eure schönen Replays angucken und kommentieren. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.